Hallo und herzlich willkommen bei Andreas Drienbacher, Personal Trainer aus Karlsruhe. Für viele zwischenzeitlich bekannt als Mr. T. Warum Mr. T? Ganz einfach, weil sich's besser merken lässt. Mein Nachname fängt mit T an. Und irgendwann hat mich mal einer zu Mr. T getauft und seither kennen mich einige als Mr. T. Heute mit einem interessanten Thema. Und zwar mit dem Thema Lieblingsübungen. Ihr kennt sie alle, die Lieblingsübungen, die wir alle haben, die wir alle natürlich sehr, sehr gerne machen. Bankdrücken, Bizep. Ja Jungs, alle montags im Studio, schön Bizep und Brust. Machen wir wunderbar und sehr gerne. Macht euch auch einen tierischen Spaß, weil wir da gut sind. Und dann gibt es doch die anderen Übungen, die wir gar nicht so gern machen. Ganz oft sind es die schwierigen Übungen. Die Übungen, die müssen wir mal da drauf drücken. Weiter geht's. Sparmodus. Muss Stecker reinmachen. Sind die Übungen, die sehr anstrengend sind, wie zum Beispiel Kreuzheben, wie zum Beispiel Kniebeuge, Military Press, also all die Übungen, die uns sehr viel abverlangen, die werden in der Regel ungern gemacht. So, was will ich eigentlich damit sagen? Ich will euch damit sagen, dass wir mit den Lieblingsübungen in der Regel auf Dauer nicht weiterkommen. Warum? Weil wir die regelmäßig machen, gut dabei sind und somit haben wir auch in der Regel genau bei diesen Muskelgruppen überhaupt kein Defizit. Yes. Und deswegen sollte man seine Hassübungen zu seinen Lieblingsübungen machen. Warum? Weil wir dort in der Regel auch ein Defizit haben. Es ist so. Wenn Leute zu mir in Beratung kommen und schon länger trainieren, gucke ich sie mal an. Ich bekomme entweder Bilder oder ich darf sie visuell erfassen, indem sie sich entgleiten. Und dann sieht man schon in der Regel genau die Muskelgruppen, die am liebsten trainiert werden. Die sehen in der Regel auch gut aus. Und dann gibt es Muskelgruppen, die sehen nicht gut aus. Und ich weiß, warum sie nicht gut aussehen. Aus dem einfachen Grund, weil wir die Übungen nicht lieben. Weil wir die Übung nicht gern machen. Genau deswegen ist jetzt hier ein ganz wichtiger Tipp von mir. Genau. Eure Hassübungen müssen zu euren Lieblingsübungen werden. Und schon werdet ihr euch visuell, symmetrisch, positiv verändern. Ihr werdet ein schöneres, ästhetisches, ein falsches Wort. Für die Deutschlehrer unter uns, ihr dürft mich gerne korrigieren, für ein ästhetischeres Erscheinungsbild, ich habe es hinbekommen, müssen wir unsere Hassübungen mit reinnehmen. Und somit werden wir unsere Dysbalancen auch unter anderem ausgleichen, weil eine Dysbalance entsteht dadurch auch, und unsere Schwachpunkte in den Griff kriegen. Yes! Und genau deswegen, der Tipp von mir, sucht euch eure Hassübung aus und macht diese regelmäßig. Ihr müsst jetzt keine Angst haben, mit euren Lieblingsübungen Bankdrücken und die Bizep Curls werdet ihr keine Muskelmasse verlieren. Nein, diesen katabolen Teufel gibt es nichts, dann haben wir rausgesperrt. Aber nehmt bitte den Tipp an und macht eure Hassübungen zu euren Lieblingsübungen und ihr werdet definitiv im Spiegel besser aussehen. Und genau das ist ja auch mit ein Grund, warum wir ins Fitnessstudio gehen. So, das war's schon. Andreas Drienbacher, Personal Trainer aus Karlsruhe, bekannt aus Mr. T und als Sprechsprecher. Mach deine Hassübung zu deiner Lieblingsübung. Wenn es euch gefallen hat, ganz einfach abonnieren. Und regelmäßig habt ihr Mr. T im Haus.